So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate und wir machen heute weiter mit der Gebietseroberung. Das ist zumindest das, was in den nächsten Folgen anstehen sollte. Voraussetzung ist, passiert dann nicht irgendwie, oder es kommt dann nicht irgendwie was dazwischen, aber eigentlich ist der Plan heute, wie gesagt, wieder neue Gebiete zu eröffnen oder beziehungsweise zu erobern. In der letzten Folge haben wir dann das... wir so eine Fabrik freigemacht. Wir sind mittlerweile Level 5, also ja, darum geht es ja letztendlich, um ein bisschen weiter zu kommen mit dem Level und EP zu bekommen, um dann ein bisschen mehr oder ein bisschen einfacher an die Mission reinzukommen, die jetzt irgendwann dann anstehen sollten. Na gut, okay, das ist auf jeden Fall das, was so geplant ist. Was wir genau heute machen oder was wir genau machen, weiß ich noch nicht. Schauen wir einfach mal, was als nächstes auf unserer kleinen Liste steht. Da sind wir wieder mit Assassin's Creed und ich guck mal gerade auf die Karte, was als nächstes anstehen dürfte. Die ist wieder eine Kinderbefreiung. Das ist immer ganz gut. Das macht am meisten Spaß, meiner Meinung nach. Und ja, dann hätten wir das Housework fast komplett abgearbeitet, weil dann fehlt nämlich nur noch hier die Kopfgeldjagd. Und dann haben wir das Thema Housework Albert. Also quasi heute die Folge, denke ich mal, die Kinderbefreiung in der Spinning Mill. Und dann haben wir Anna Abramson als nächstes und dann Mr. Housework eigentlich frei von Feinden sein. Und dann müssen wir nur noch nach und nach die ganzen Gebiete hier um die Themse herum machen. Und dann hätten wir hier zumindest das Teilgebiet. Dann würden wir als nächstes dann Lambeth weitermachen. Ich denke mal, das vom Level her passen könnte. Da habe ich noch keine Information gerade, welche Gebiete oder welche Level es sich da handelt. Also, er sagt Level 3. Okay, das kriegen wir hin. Also, dann steht als nächstes, wie gesagt, an der Housework erstmal heute die nächsten Folgen befreien. Dann geht's weiter mit der Themse und dann machen wir Lambeth frei. Und dann haben wir hier unten diese kleine Ecke schon mal frei von Feindeshand. Dann haben wir das zumindest erstmal ein bisschen abgeschnitten und da irgendwie den Nachschuss rausgenommen. Gut, fangen wir an heute mit der Kinderbefreiung und los geht's. So, sind wir Levels. Ja, Quatsch. Ja, wie gesagt, Housework. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Komm. Warte mal, da hinten ist irgendwo. Ist da hinten ein Bekannter von uns? Nee, scheiße, den habe ich jetzt ein bisschen verpasst. Scheiße. Ah! Was haben wir hier? Irgendwie. Ach du. Level 5 sind wir ja auch schon. Bleib wachsam, ja? Ja, Boss. Ich bin da. Nee, warte mal. Ich muss dich jetzt so gerade ein bisschen obern. So, also, wie gesagt, fangen wir mit Kinderbefreiung ein bisschen an hier. Es ist ein bisschen was zu tun für uns, klar, aber... Naja. Gut, dann gehen wir da rauf, meine Freunde. Holt euch mal die Jungs da. Ich mach das, glaube ich, übers Dach. Ist für mich am einfachsten jetzt, das von oben wegzuholen. So. Gebiete gibt es Alarmglocken. Okay, da unten. Wir haben einen Besucher. Ja, gut, das meiste ist halt unten, ne? Okay. Keine Alarm auslösen. Ist der Vorarbeiter? Ja, natürlich. Ja, ist klar. Den Alarm haben wir schon mal weg. Schon mal ausgelöst, aber das ist mir gerade in dem Moment egal. Ja klar, das ist jetzt alles normal, dass jetzt alles auf uns zukommt. Aber das ist mir in dem Moment egal. Und deswegen bin ich auch ziemlich froh, dass wir den Level hoch haben.
Aha, perfekt, Leute. Ja, scheiße. So. Level 4, das ist bis jetzt nicht das große Problem. Und dann haben wir das auch schon fast erledigt. So, ich plündere mal hier ein bisschen. So, muss ich die... Wo ist denn die scheiß Alarmglocke hin? Bis vorher irgendwie noch Nachschub kommt. Also, klar, wisst ihr auf jeden Fall, dass wir die schon mal soweit... So, und jetzt können wir Kinder anfangen zu befreien. Weil wir jetzt ein bisschen mehr Schicht im Schacht haben. So, einmal jetzt könnt freiwillig gehen. Ah, das sind noch mal Feinde, ne? Die hole ich mir noch, die beiden. Weil das... Ach, scheiße, ich hab da Polizei. Polizeikutsche. Ruhe. Um einfach mal nur für Sicherheit zu sorgen. So. Gut. Ab. Hep, hep. Und rein damit und. Sprich nicht so laut. Ihr könnt gehen. Ich will nur helfen. Genau, ihr auch. Und dann stehen noch. Hier hinten sind noch welche. Seid wachsam. Und damit haben wir das erledigt. Was haben wir bekommen? Ich hab's. Ach, so ein großer Bolzenbeutel. Okay, das war in der Schrift jetzt mit dem weißen Hintergrund nicht wirklich zu sehen. Okay, erledigt. So, dann haben wir hier auch das Kinderhilfswerk. Alle Trophäe haben wir bekommen, die wir jetzt mal erledigt haben. Gut, dann geht es halt falsch. Da möchte ich hin. Das, die Kopfgeldjagd auf Anna Abramson. Verpisst euch! Gängernführerin Tausberg. Ui, scheiße. Das Lustige ist jetzt, dass ich natürlich jetzt erstmal hier hoch muss. Wow. Alter, die ganze Stadt ist auf uns rollend. Ich hoffe, es ist gerade ein bisschen heiß. Wo sind die? Hier. Ja, beim Ziel bleiben. So. Gut so, Mädchen. Also mal gucken, ob ich die jetzt irgendwie organisiert noch bekomme. Sachte. Warte mal. Jetzt müssen jetzt die Olle dahin. Scheiße, ich hoffe. Ja, die habe ich zum falschen Ziel sortiert. Also zum falschen. Weiter, Mädchen. Rook, zu mir. Wenn ich muss. So, ich muss jetzt Kopfgeldjagd erledigen. Die Frage ist, wie viel ist denn da ein feines Kraft dahinter? Eine. Abramson aufspüren, okay.
Da bist du. So, mein Ziel ist es, die alte jetzt auszuschalten. Klar, müssen wir so Leben zurückbringen, das weiß ich, aber ich arbeite, glaube ich, am besten, wenn ich sie einfach ausschalte, dann habe ich zumindest meine Ruhe. Nimm mal es einfach mal mit. Ja. So, einer Abrams haben wir ausge. Leck mich doch am Arsch. Klar wollen die mich jetzt. Ich muss da mal hoch erstmal. Klar, wenn die jetzt alle versuchen, hier hoch zu klettern. Scheiße. Wie kommen denn die jetzt alle hier hoch? Scheiße! Hat er mich doch nicht noch, hat er mich doch noch genommen? Ich wollte mich genau in dem Moment in die Dings gehen. Hinter die, Scheiße, Alter. Die hätte ich gerne noch mitgenommen, die Olle. Das Problem, ich muss natürlich jetzt erstmal die ganzen Feinde da wegholen. Okay, dann müssen wir das noch eine. Denke ich mal, das machen wir in der nächsten Folge. Also ich weiß, dass wir jetzt momentan eher auf kürzere Folgen sind, aber. Hauptsache, ich kriege jetzt erstmal nach und nach die Dinger da freigemacht. So, nicht der Oberfrostfuck, ja. Dann für dich. Hä? Wer will mich denn da jetzt. Ach du alle Neune. Du, tut darum. Warum auch immer der nicht von dem Vorsprung runterspringt mit dem Alter da wegnimmt. Auf jeden Fall ist die Olle schon mal aus dem Spiel raus. Gut. Nehmen wir alles mal mit. Gut, damit sagen wir mal in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns dann wieder bei Assassin's Creed Syndicate und dann holen wir uns die mit das Yoshi da mit dem Kopfgeld. Bis dahin und bis dann. Tschüss.